bevor ich eine Baugruppe zusammenstelle, achte ich darauf, dass ich im richtigen Projekt bin. Standardmäßig öffnet Inventor das Default-Projekt, das ist also praktisch, wenn nichts vorhanden ist. Ich gehe hier auf meine Projekte. In meinem Fall habe ich das Projekt hier. Wenn Sie an einen neuen Rechner gehen, müssen Sie erst das Projekt suchen. Projekt suchen. Jetzt suchen Sie diese Projektdatei in dem Ordner, den wir vorhin angelegt haben. Das ist eine IPJ-Datei. Ich nehme hier diese Baugruppe. Jetzt habe ich die aktiviert. Er findet jetzt auch alle Dateien. Jetzt kann ich eine Baugruppe öffnen. Ich jetzt auf Steuerung S gehe, dann sucht er mir automatisch hier den Reiter raus, den ich angelegt habe. Das ist der Vorteil vom Projekt. Ich nenne das jetzt einfach hier das ganze Baugruppe AP2016 komplett. Und jetzt kann ich hier hingehen und ich platziere das erste Bauteil. Sie merken, dass er automatisch mir alle Bauteile anbietet, die ich vorhin abgelegt habe. Ich nehme meine Grundplatte und ich öffne die. So, mit einem Mausklick kann ich die ablegen. Mit Escape komme ich aus dem Befehl raus. So, diese Platte, die können Sie jetzt anklicken und bewegen. Das ist mühsam. Wir müssen jetzt ein paar Sachen machen, um uns den virtuellen Arbeitsplatz einzurichten. Ich empfehle Ihnen im ersten Schritt im Reiter Ansicht den visuellen Stil zu ändern. Sie hier schattiert mit Kanten angeben, dann haben Sie auch die Möglichkeit an Bildschirmen, die keine so eine gute Auflösung haben, die Kanten gut zu erkennen. So. Der zweite Schritt ist, dass ich mein Bauteil erstmal fest machen will. Den kann ich jetzt hier willkürlich bewegen. Sie sehen, dass hier der Würfel stehen bleibt. Wenn ich das Bauteil drehe, dann dreht er sich mit. So. Jetzt gibt es der einfache Weg ist, die Position anzuklicken, mit der rechten Maustaste den Button fixiert anzuklicken. Sie können das auch hier über die Menüleiste rechts raussuchen. So. Das ist jetzt der einfache Weg. Wenn Sie jetzt das Bauteil bewegen, sehen Sie, dass hier auch dieser Ansichtswürfel sich mitbewegt. Das ist der einfache und schnelle Weg. Der hat allerdings ein paar Nachteile, wenn wir nachher Zeichnungen, vor allem Schnitte, erstellen. Deswegen empfehle ich diesen Weg nicht. Ich gehe wieder hin und nehme die Fixierung raus. Besser ist es, wenn ich diese Grundplatte ausrichte. Die Grundplatte hat einen Ursprung, den kann ich mir hier einblenden. Das sind diese drei Ebenen. Viel besser ist es, wenn ich meine Grundplatte auch mit dem Ursprung von der Baugruppe übereinander bringe. Das geht, indem ich hier auf den Reiter zusammenfügen gehe und hier habe ich die Auswahl zwischen einer Verbindung und abhängig machen. Bei festen Verbindungen empfehle ich immer das abhängig machen. Die Verbindung ist dann gut, wenn Sie bewegliche Bauteile haben. Jetzt mache ich das Bauteil abhängig. Ich muss dazu den Ursprung mir einblenden. Ich gehe jetzt mit der ersten Ebene hin. Er hat mir eine Ebene schon ausgewählt. Ich kann aber auch hier wieder die Auswahl aufheben und ich nehme die erste Ebene und ich bringe mein Bauteil auf Deckung. Anwenden. Jetzt nehme ich die zweite Ebene. Anwenden. Und die dritte Ebene. Wird gleich ein kleines Problem auf uns zukommen. Wenn ich jetzt auf Anwenden gehe, kommt eine Fehlermeldung. Jetzt gehe ich wieder auf Beziehung bearbeiten. Und zwar muss ich die dritte Ebene von passend zu fluchtend zusammenpacken.
sehen hier an der Darstellung, entweder kommt, werden die Bauteile mit dem Gesicht zueinander verbunden oder mit dem Gesicht in die gleiche Richtung gucken. So, ich wende das Ganze ein. Jetzt ist mein Bauteil fest. Ich kann jetzt fast loslegen. Jetzt gibt es noch ein kleines Detail. Das hier ist die Unterseite. Meine Baugruppe baue ich nachher so auf, dass ich sie vor mir habe. Im Sinne des Arbeitsplatzeinrichtens gehe ich jetzt hin und ich fixiere diese Ansicht als Standardansicht. Jetzt hier wieder auf das Häuschen gehen, dann wird die Platte wieder umgedreht, dann habe ich meine Baugruppe immer auf dem Kopf. Besser ist es, wenn ich einfach sage, ich habe hier die Ansicht unten. Mit der rechten Maustaste kann ich jetzt hier hingehen und die aktuelle Ansicht festlegen als oben. Jetzt habe ich noch einen kleinen Fehler gemacht. Ich hätte das hier soll vorne sein, links. Richte ich das nochmal aus. Mit der rechten Maustaste lege ich die aktuelle Ansicht fest als vorne. So, jetzt habe ich den Vorteil, dass auch oben oben ist, vorne vorne ist und so weiter. Das erleichtert mir sehr die Orientierung. Jetzt habe ich als Standardansicht die Unteransicht, das ist auch nicht so praktisch. Ich drehe mir jetzt meine Ansicht. Das geht, indem ich die Steuerungstaste, die Pfeiltaste und das Mausrad gedrückt halte und dann die Maustaste umdrehe. Das ist meine Standardansicht, die ich immer haben will. Jetzt gehe ich auf das Haus, drücke die rechte Maustaste und lege die aktuelle Ansicht als Ausgangsansicht fest und ich passe sie an die Ansicht an. Das hat den Vorteil, wenn ich jetzt irgendwo beim Arbeiten mein Bauteil verschoben habe und das nicht mehr wiederfinde, kann ich auf einen Mausklick mir die Datei wieder herholen. Nachdem ich jetzt meine Baugruppe vorbereitet habe, kann ich jetzt im nächsten Schritt die einzelnen Bauteile zusammenfügen.